es beginnt langsam, dass es rund geht und dass es nicht nur so ein bisschen brodelt, sondern es schaut aus, als ob es überkocht innerhalb der Gastronomie. Weitere oder erste Öffnungsschritte sind, anstatt wie einst einmal angedacht, Anfang Dezember, bis jetzt zumindest Ostern nach hinten verschoben worden. Und die Sozialversicherung steigt euch auch auf die Zehen, oder? Ja, also was mich also wahnsinnig ärgert, dass man da eine Pressekonferenz ansetzt und dann sagt, okay, in 14 Tagen gibt es wieder die Entscheidung für die nächste Entscheidung. Also anstatt, dass man mal Perspektiven bietet, dass man sagt, okay, das und das ist der Schritt. Kinder, es wird erst Ostern gehen, aber dann geht's los mit Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Also da muss man doch Strategien entwickeln. Oder dann auch, wenn es aufsperrt, es gibt Förderungen wie also 50 plus oder Mittellehrlingsdings, also so ein Startpaket. Nein, man handelt jetzt, man ist immer hinten nach, man entschließt immer hinten nach, okay, jetzt wird wieder mal die Kurzarbeit verlängert. Wir haben nicht einmal die alte noch bekommen, ersetzt. Ja? Und das sind halt die Strategien, die uns wahnsinnig ärgern und die Zeit ist überreif. Also ich glaube, der Druck ist jetzt so hoch auf der Regierung, dass es wirklich am 1. März nur eines geben kann, zu sagen, am 15. März wird geöffnet. Alles oder einmal zumindest die Schanigärten? Nein, ich bin für eine Kompaktlösung, weil Schanigärten, ich meine, ich freue mich für jeden, der einen Schanigärten hat. Ich habe keinen, nur einen Minigarten. Wenn es so ist, freue ich mich für die Leute, aber das ist vom Handelbaren sehr schwierig, natürlich vom Wetter abhängig und natürlich strukturell, wenn es sein soll, gerne, aber es gehört eine Kompaktlösung und wir sind überreif. Wir sprechen doch, dass die Zahlen steigen, war ja vorauszusehen. Vor allem, von welcher Basis aus? Wir vergleichen uns immer so gern mit Deutschland. Ja? Schauen wir die Deutschen, ich habe es jetzt wirklich genau angeschaut, von der Dezember bis Februar haben die 680.000 Tests gemacht und haben 10% positive Fälle. Das heißt, die machen nur Tests, wenn die Symptome haben. In Österreich haben wir 780.000 Tests gemacht und nur 3% positive. Und deswegen die Inzidenzzahlen, die jetzt präsentiert werden, sind völlig verfehlt. Also das entspricht nicht der Realität. Also man muss das wirklich testen ist gut, wir sind übertestet, ist sehr gut, dass wir das machen, aber die Zahlen stimmen so nicht und von dem kann man nicht ausgehen. Machst du dir Sorgen, dass wegen dieser ersten Lockerungsschritte für Handel und körpernahe Dienstleister jetzt die Zahlen insoweit wieder steigen, dass dann das passiert, was der Bundeskanzler ohnehin von vornherein gesagt hat, nämlich notfalls wird auch wieder zugedreht, wenn es sich massiv verschlimmert, das heißt, dann könnt ihr euch als Gastronomen die Öffnungsschritte salopp formuliert aufmalen, oder? Naja, das ist ja eben dieser Fall, dass wir so viel testen, ja? Dass das natürlich die Zahlen steigen werden und mit der Öffnung sowieso, das war ja klar, das sollte einberechnet sein. Aber wenn das jetzt Strategie dahinter ist, ja, jetzt so viel zu testen, damit dann auch die Zahlen steigen, damit wir wieder ein Argument haben, zuzudrehen, dann gute Nacht. Also wirklich, also das ist für uns soll kein Bremsfaktor sein. Die Gastronomie soll so wie genau Vereine oder Kinder wieder auf den Plätzen in Vereinen spielen können. Das ist ja auch der nächste Punkt, der Wahnsinn ist. Also so wird es nicht weitergehen. Wir brauchen die Öffnung das spätestens am 15. März. Kannst du dir vorstellen, dass bei dir ein Kellner an der Tür steht und gegebenenfalls einfach sich schnell den Zettel mit dem negativen Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, nur zeigen lässt, damit man rein darf? Sollte nein. Sowas an? Nein, also das machen wir dann, wenn am Tisch, aber wenn es so sein sollte, mit Teststraßen vielleicht wird es auch sowas geben, dass man vielleicht im Lokal selber einen großen Test, eine Teststraße oder wie auch immer etwas, das gibt es ja jetzt dann schon bei Friseuren oder wie auch immer, da sind wir sehr offen dafür, das kann ja alles passieren, aber nur lasst uns beweisen, lasst uns aufmachen, dann schauen wir weiter und es wird gut gehen. Ich garantiere, dass es gut geht. In die Gastronomie ist nicht der Spreader, das wissen wir alle.